real, bro. Do what you do. I know what you do. So keep doing that. Talk the real. Talk the things down. The GP will see you now. Look, I don't wanna cause no problems. Mm-hmm. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist es endlich soweit. Heute fahre ich das erste Mal die SMCR so umgebaut. Ihr habt ja hoffentlich auf meinem zweiten Channel schon die Videos gesehen, die Umbauvideos aus den Livestream-Highlights. Wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut da unbedingt mal vorbei. Kanal Brainout unten verlinkt. Und heute auf meinem Main-Channel das erste Mal mit Remus, mit den neuen Teilen. Wir steigen sofort aufs Bike und ich zeige euch das. Ich habe wirklich den Sound selber noch nicht gehört. Ihr habt zwar schon Fotos gesehen, aber das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären. Dieses Video wurde vorher aufgenommen. Das heißt, wenn ihr die Fotos gesehen habt, die sind noch nicht passiert. Versteht ihr, wie ich das meine? Ist ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall habe ich ihn noch nicht gehört und ich bin sehr aufgeregt. Die R1 steht ja auch unten, weil die jetzt angemeldet ist. Damit muss ich auch noch ein bisschen fahren, bevor die dann auf Rennstrecke umgebaut wird. Deswegen steht hier wieder die 350er. Ist auch einfach echt ein geiles Teil, ne? Aber ich bin auch am Überlegen, was ich damit machen soll, weil die wird so wenig gefahren. Ich habe echt schon sogar darüber nachgedacht, die vielleicht schon zu verkaufen. Ich weiß es nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es wäre Zeit für ein neues Projekt oder so, weil die ist so illegal. Ich kann die nicht fahren, ich will die nicht fahren, außer auf abgesperrten Plätzen. Da gibt es im Moment so wenig. Vielleicht wird es im Sommer mehr dazu kommen. Und bevor es jetzt runtergeht, habe ich noch eine kleine Sache für euch. Und zwar wisst ihr ja, mein Partner Coro Drogerie. Übrigens könnt ihr 5% sparen mit dem Code Blackout auf das komplette Sortiment. Normalerweise gibt es da Früchte, Trockenfrüchte und Nüsse und so weiter, was auch geil ist. Aber ihr wisst, ich bin ein Fan von den süßen Sachen und da habe ich so viele geile neue Sachen. Es sind gefriergetrocknete Himbeeren und Erdbeeren in weißer und schwarzer Schokolade. Hier habe ich Schokobrezeln, also wirklich diese ganz geilen kleinen Brezeln mit Schokolade drum. Oder hier auch Schokokrispies, so Schokoflakes mit weißer Schokolade. Es ist einfach so geil. Die Dinger sind richtig lecker. Ihr könnt darauf, wie gesagt, 5% sparen. Da gibt es auch alles andere. Da gibt es auch Nudeln und Hafermilch und so weiter. Wisst ihr, ich habe auch Kakao von da, Honig. Aber die süßen Sachen sind schon echt der Knaller. Die finde ich richtig geil. Check gerne mal Coro Drogerie aus. Vielen Dank für den Support natürlich, für die Unterstützung. Und gönnt euch da was Geiles. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt nicht mehr lang rum, sondern setzen uns auf die SMCR. Bis gleich. Schon sind wir auf dem Bike. Ach, ist das geil. Das Wetter ist auch noch mal ein bisschen besser geworden. Vorhin war es eigentlich wolkig, jetzt noch mal die Sonne rausgekommen. Sehr geil. Und ihr hört schon, wir haben den Remus endlich dran. Und das ist die erste Soundprobe. Ich bin schon ein kleines Stück gefahren, so für mich. Ich musste ja auch noch mal selber irgendwie den Sound hören. Und die Karre natürlich warm zu fahren vorher, weil sie ist noch nicht ganz eingefahren. Deswegen ist es natürlich wichtig, die vorher warm zu fahren und damit wir auch mal ein bisschen mehr Gas geben können. Ist das schön. Hier ist ja einer meiner sowieso Lieblingsplätze. Das wisst ihr, ich mache hier super gerne Fotos. Aber quatschen wir nicht lang über den Spot, sondern über das Bike. Und ihr seht es schon von vorne, ich habe keine Spiegel dran. Die sind immer noch nicht gekommen, aber ich dachte, bevor ich euch das Video nicht machen kann, mache ich das jetzt und gehe das Risiko ein. Ohne Spiegel kostet 15 Euro. Ich empfehle euch nicht, ohne Spiegel zu fahren. Ihr werdet es sehen im Video, wenn ich irgendwie Spuren wechsle. Ich drehe mich lieber noch mal mehr um. Aber ist natürlich nicht zu empfehlen. Ich fühle mich selber auch sehr unwohl ohne Spiegel. Aber eine kurze Runde jetzt musste sein, um euch dieses Video präsentieren zu können. Ihr seht, wir haben richtig geil hier diese eluxierten Teile vorne. Wir haben die Sturzpads vorne und hinten. Wir haben hier einen Unterbodenschutz, der das ganze Design nochmal abrundet. Und wir haben das kurze Heck mit den Blinkern dran. Leute, wie sexy sieht das aus? Muah, richtig schön, finde ich sehr geil. Vor allem auch das Licht standardmäßig super geil. Hier drin ist auch Kennzeichenbeleuchtung, ist top. Wir haben den Remus, boah, mit der Carbon-Endkappe in schwarz, viel kleiner. Guck mal, in diesem Gehäuse war dieser fette Blauwall drin. Den konnten wir ins Meer zurücklassen und wir haben jetzt geilen Remus-Sound. Hier vorne noch ein Carbon-Teil. Und ich muss sagen, ach ja, wir haben noch hier diese Gummidinger rausgenommen. Sonst haben wir nichts gemacht. Das ist ein Standard-Motorrad.
Und Leute, es ist einfach eine fucking Augenweide. Es sieht so schön aus, auch vorne mit den Blinkern. Die sind auch richtig hell. Guckt euch das an, richtig schön. Einfach geil, das ist ein Standardbike. Die sieht super aus, es kommt jetzt noch Sitzbank, Spiegel. Ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe. Einzelne Schrauben, die hier nicht so schön sind. Oh, wir haben... Tanken müssen wir auch gehen. Wir haben nicht mehr so viel Sprit im Kasten. Aber egal, darum kümmern wir uns jetzt erstmal nicht, sondern um den Sound. Ja, toll, ich fahre jetzt los. Und ich habe nicht einmal Sound gegeben. Das ist natürlich auch super. Das heißt, wir halten gleich sofort nochmal an. Das ist einfach so geil. Ich finde das so geil mit der Ganganzeige hier. Die ist echt richtig nice. Gerade wenn man Wheelies poppen will oder so, top. Also, wir halten hier nochmal an. Das ist Euro 5. DB-Killer ist drin, wie ihr seht. Cut ist drin. Ohne geht nämlich gar nicht. Das Zwischenstück hat den Cut, wie ihr es auf meinem zweiten Channel Brainout gesehen habt, ist festgenietet. Und jetzt hört euch das an. Eigentlich muss ich an der anderen Seite stehen. Aber dann ist es ein bisschen schwer. Versucht das mal so. Gönnt euch diesen Sound. Ohne Witz. Euro 5. Legal. Ist das geil oder ist das geil? Hört euch das jetzt mal an. Ey. Was will man mehr? Ein paar Gänge durchschalten, einfach schön, oder? Also ich muss ehrlich sagen, der Sound ist so, so, so geil. Ich finde ihn sogar besser als den Aero-Auspuff von meiner 19er SMCR. Dieser Remus klingt richtig schön, ähnlich wie der Remus auf der 2016er, also dem Vorvorgängermodell der SMCR. Richtig schönes Sounddesign, richtig schön basshaltig. Man hat endlich wieder dieses Brabgeräusch, wisst ihr? Dieses Supermoto-typische Knattern. Das ist so schön. Das habe ich bei der 19er echt ein bisschen vermisst. Und hier hat man das einfach ganz am Start. Und das, muss ich sagen, ist echt richtig geil. Und so macht die Karre einfach um nochmal ein Zehnfaches mehr Spaß. Ich fand das Motorrad schon von Anfang an echt geil. War wirklich eine 8 von 10. Aber jetzt mit diesem Sound ist es einfach eine 10 von 10. Und das Handling ist halt wirklich unfassbar. Ne? Guckt euch das an, wie entspannt man hier ein Wheelie ziehen kann. Das Fahrwerk ist super geil. Die fährt sich einfach nice. Man kann schön ein bisschen lenken im Wheelie. Super, super stabil. Und dabei einfach der Sound wirklich richtig nice. Also da kann man echt nichts sagen. Oh, was? Habt ihr das gehört, dass sie mit dem Quickshifter hochschalten, so ein kleines bisschen geknallt. Und da muss man ja sagen, auf der Karre sind noch ein bisschen unter 500 Kilometer drauf. Ne? Das heißt, sie ist wirklich noch neu. Der Auspuff ist brandneu. Der Auspuff ist jetzt die erste Fahrt. Das heißt, der muss noch eingefahren werden. Da wird sich noch ein bisschen was am Sound verändern. Der wird noch ein bisschen schöner. Ihr kennt das ja vom Auspuff normalerweise, dass sie sich immer ein bisschen einfahren müssen. Aber... Hammer. Richtig schön. Also, wirklich, es überrascht mich. Und das ist wirklich jetzt, klar, ihr wisst, ich bin von KTM gesponsert. Aber ich kriege keinen Cent von Remus dafür. Das ist keine bezahlte Werbung, keine Promo, kein nichts. Sondern ich bin wirklich, wirklich krass überzeugt von dem Teil. Es hört sich einfach echt schön an. Und bei mir ist es halt wirklich immer so, es geht nicht darum, dass es so laut ist und so schrecklich und bla, sondern... Es ist wirklich einfach das Wichtigste, eine schöne Soundqualität zu haben. Und ich finde, das liefert dieser Auspuff. Und ich muss sagen, ich hatte echt Angst vor Euro 5 und dass die Auspuffe noch leiser werden. Ich muss sagen, klasse, klasse. Oder? Also, ich hoffe, es kommt auf der Kamera auch nur so ein bisschen so rüber, wie es sich in echt anhört. Aber das ist wirklich echt ein so, so, so geiler Sound. So sexy. Finde ich echt richtig schön. Und das macht einfach dieses Bike zu einer 1 Plus mit Sternchen. Wirklich. Es ist einfach
Ich kann es immer nur wieder sagen. Ich weiß auch nicht, ich schwärme so davon. Ich habe schon mit KTM geredet, telefoniert und gesagt, was habt ihr gemacht aus diesem Teil? Hier übrigens, falls ihr das noch nicht wusstet, hier ist einfach eine USB-Buchse. Hier kann man einfach sein Handy bei der Fahrt laden, wenn man jetzt als eine Navi-Halterung hat, also eine Handy-Halterung und das als Navi benutzt. Wenn man zum Beispiel mit der GoPro filmt, meine GoPro ist bald leer. Ich hoffe, ich schaffe das Video noch fertig. Die hat nur noch unter 10%, sehe ich gerade. Da kann man, wenn man Kabel dabei hat, was ich Idiot natürlich nicht habe, glaube ich, guck mal in meine Tasche, kann man, ach, jetzt kriege ich den Handschuh nicht aus, Mensch, dann kann man da auch, ne, ich habe kein Kabel dabei, kann man seine GoPro während der Fahrt laden, was natürlich wahnsinnig geil ist, Leute, weil jeder kennt das Problem, wenn Elektrogeräte ausgehen, fuckt ab. Das Problem ist hier der Vergangenheit, weil man, wie gesagt, laden kann. Das sind wirklich so Kleinigkeiten, wo wirklich KTM sich Mühe gemacht hat. Und ich finde es einfach geil, dass KTM sich auch an jungen Leuten orientiert und auch das Feedback hört. Wie, wir wollen eine Ganganzeige, ja, SMC ist schön und gut, aber eine EXC ist einfach wendiger. Und setzen das einfach innerhalb eines Jahres komplett um. Muss man ehrlich sagen, ist krass. Also das ist wirklich sehr schön, dass sie das so umgesetzt haben und dass wir jetzt die Möglichkeit haben, so ein geiles Bike zu fahren. Also wirklich, richtig nice. Ihr seht, ich muss mich immer viel umdrehen, leider, weil wegen der Spiegel. Das ist irgendwie doof, aber ich konnte nicht. Also es war diese Woche nur Regen angesagt. Es war auch gestern, vorgestern nur am Regnen. Der Auspuff ist schon 3 Tage dran. Und jetzt guckt euch den strahlenden Himmel an und ich dachte, jetzt muss ich raus. Ich muss jetzt raus ein Video drehen. Ich muss den selber hören. Ich will ein bisschen Auspuff-Sound. Will ein bisschen hören, ob der was kann, der Auspuff. Und er kann was. Das ist geil. Also wirklich, da bin ich richtig happy drüber. Und ja, mehr gibt es eigentlich in dem Video nicht zu sagen. Ich wollte eigentlich halt wirklich nur kurz den Auspuff zeigen. Ich hoffe, der Sound kommt ein bisschen rüber, sonst kann ich mal in den nächsten Videos, morgen oder übermorgen, wenn ich wieder mit der Karre fahre, mal so ein bisschen von außen filmen. Vielleicht hört man da den Sound besser, weil bei der GoPro ist es manchmal wirklich so, dass man es halt nicht so gut hören kann. Aber ja, mehr gibt es in dem Video, wie gesagt, nicht zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Däumchen, wenn man ein Träumchen. Ich versuche jetzt eine Tankstelle zu finden, bevor ich komplett leer bin. Und ja, dann sehen wir uns morgen im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, peace und haut rein, meine lieben Landratten. Pa, pa, pa.